Hallo Leute, in diesem Video geht es um ein süßes Hündchen, das aussieht wie ein Mensch. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Hunde und Menschen scheinen auf den ersten Blick nicht besonders viel gemeinsam zu haben. Zwar sind beide Säugetiere und leben gerne gemeinsam unter einem Dach, doch dann wird es auch schon eng mit weiteren Parallelen. Trotzdem gibt es immer wieder verblüffende Zufälle, die für eine nähere Verwandtschaft sprechen könnten. Das ist Yogi, ein liebenswerter Hund, dessen Erscheinung sehr ungewöhnlich ist, weshalb er bereits große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Doch was ist das Ungewöhnliche an ihm? Es ist ganz klar sein Gesicht. Dieses hat eine erstaunliche Ähnlichkeit zu einem menschlichen Gesicht. Der durchdringende Blick seiner hellen, fast mandelförmigen Augen, der augenbrauenähnliche Bogen in seinem Fell und diese sanft rosafarbenen Lippen sorgen alle dafür, dass Yogi diese besondere menschenähnliche Optik verliehen wurde. Chantal Desjardins, Yogis Frauchen, war anfangs gar nicht bewusst gewesen, dass ihr Hündchen diese menschenähnliche Erscheinung aufweist. Wenn sie ihrem Vierbeiner anschaue, so sehe sie nur ihren süßen kleinen Hund. Erst als sie damit begann, einige Fotos ihres geliebten Kameraden auf Facebook zu stellen und dementsprechende Kommentare erntete, fielen ihr die Parallelen auf. Ein Freund von ihr schrieb, das Foto sehe so aus, als sei ein Mensch in einem Hundekörper gefangen. Die Bilder des Vierbeiners erregten einige Aufmerksamkeit. Doch nicht jedes Foto des Kleinen hat diese besondere, ungewöhnliche Optik. Es ist entscheidend, wie sein Fell liegt und wie er zur Kamera positioniert ist. Schaut er beispielsweise nicht frontal in die Kamera, sondern daran vorbei, sieht er schon gar nicht mehr menschlich aus. Doch für sein Frauchen Chantal spielt das alles keine Rolle. Für sie könnte ihr kleines Hündchen gar nicht perfekter sein. Denn sie kennt keinen anderen Vierbeiner, der so knuddelig und flauschig ist. Und letztendlich kommt es auch nur darauf an. Wie gefällt dir der kleine Yogi? Wäre der was für dich? Was ist denn generell deine Lieblingshunderasse? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.